Christian Plenker in Stockholm, keine Anklage also im Mordfall Olof Palme. Wie sind denn die Reaktionen darauf in Schweden? Die Menschen, die sich mit dem Fall sehr gut auskennen, haben gesagt heute, das war ehrlich gesagt zu dünn, was der Staatsanwalt vorgelegt hat. Es sind ja Indizien präsentiert worden, die zu einem mutmaßlichen Mörder geführt haben, der bereits verstorben ist. Der sogenannte Skandiamann hat sich vor 20 Jahren das Leben genommen. Das heißt auch, man kann ihn nicht mehr interviewen, man kann auch keine Anklage mehr erheben. Dem Staatsanwalt sind quasi die Hände gebunden. Und die Mordwaffe, mit der Palme vor über 30 Jahren ermordet wurde, ist bis heute nicht gefunden worden. Deshalb, glaube ich, wird Schweden nicht gänzlich zur Ruhe kommen. Also das heißt, es ist keineswegs so, dass der Fall abgeschlossen ist, was ja eigentlich die Aussage des heutigen Tages wohl sein sollte seitens des leitenden Staatsanwaltes. Der leitende Staatsanwalt hat sinngemäß gesagt, er hat jetzt alles getan, was er tun konnte. Man muss wissen, er ist relativ frisch an diesem Fall. Seit 3 Jahren hat er die Ermittlungen übernommen. Er hat jeden Stein noch mal umgedreht. Er ist diesen vielen, vielen, vielen Hinweisen noch einmal nachgegangen. Er hat Widersprüche in der Aussage von diesem Skandiamann gefunden. Der war ja in der Tatnacht, als Palme ermordet wurde, vor Ort, hat sich bei der Polizei gemeldet, hat Aussagen gemacht, aber die waren im Nachhinein widersprüchlich. Und es gibt jetzt Motive, die für die Staatsanwaltschaft ausreichend sind, um zu sagen, ja, das war der mutmaßliche Täter. Also der Mann gilt als extrem Palme-kritisch. Er war nicht einverstanden mit Palmes Politik. Er hat Zugang zu Waffen gehabt. Er hat selbst einen militärischen Hintergrund gehabt. War Sportschütze. Auch wenn man die Tatwaffe ja nicht gefunden hat, kannte man das Kaliber. Also man kann sozusagen eine mögliche Fährte zu einem Nachbarn oder einem Freund finden, wo er sich so eine Waffe besorgt haben könnte. Aber die Ermittlungen, die jetzt ja nun auch schon 3 Jahrzehnte oder mehr als 3 Jahrzehnte laufen, die sind ja auch gepflastert gewesen mit einigen Mitpannen im Grunde genommen. Da ist ziemlich viel schiefgegangen. Woran lag das denn bloß? Die gröbsten Fehler sind gleich am Anfang gemacht worden. Der Tatort ist nicht weiträumig abgesperrt worden. Die beiden Kugeln, die in der Nacht abgefeuert wurden, wurden später von Passanten gefunden, also nicht von der Polizei. Das heißt, man kann keine DNA-Tests mehr machen im Nachhinein. Man ist ein bisschen auf falsche Fährten vielleicht reingefallen. Palme war ja extrem engagiert, für Schweden vielleicht untypisch oder für einen Skandinavier. Er hat sich eingemischt in Vietnamkrieg, in das Apartheid-Regime in Südafrika. Und dann gab es eine ganze Menge, zum Teil vielleicht auch etwas wirrere Thesen, denen man gefolgt ist. Aber den mutmaßlichen Täter, den hatte man damals schon an der Angel. Er hat ja diese Aussagen der Polizei gegenüber gemacht. Aber die Polizei hat es nicht geschafft, ihn dingfest zu machen. Welchen Stellenwert hat denn Olof Palme heute für Schweden noch? Er gilt weiter als sehr prägender Politiker. Über 11 Jahre war er im Amt, 2 Amtszeiten. Er hat ein bisschen die Neutralität, die ja für die Schweden bekannt ist, verlassen und ist als schwedischer Politiker auch auf die Weltbühne gegangen. Das hat ihm großen Ansehen verschafft, aber er hat auch in Schweden selbst Reformen vorangetrieben, zum Beispiel des Sozialstaats. Man muss aber sagen, er hat polarisiert. Es gibt sehr viele Menschen, die ihn bis heute sehr, sehr schätzen, aber die Kritiker gibt es auch weiterhin. Also eine polarisierende Persönlichkeit. Und ein Mordfall, der als abgeschlossen erklärt wird, aber der vielleicht doch noch ein weiteres Nachspiel haben will. Christian Blenker, herzlichen Dank für die Erläuterung und guten Abend nach Stockholm.